Hallo, heute möchte ich mit euch über Esau und Amalek reden. Der Name Esau taucht 88 Mal in 78 Versen der Bibel auf. Wir gehen gleich zum Wortstudium zu Esau. Oben habt ihr das Original. Ich lese euch gleich die Bedeutung vor. Esau bedeutet haarig. Esau ist der Zwillingsbruder von Jakob. Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht und die göttlichen Segnungen gingen auf Jakob über. Esau ist der Stammvater einiger arabischer Völker. So, das haben wir hier oben. Sold the birthright, also verkaufte sein Geburtsrecht. Und hier, divine blessing went to Jacob. Also die göttlichen Segnungen gingen auf Jakob über. Und hier steht im Englischen progenitor of Arab peoples. Das hört sich so an, als ob er der Stammvater aller arabischen Völker wäre. Doch im Video zu Ismael habe ich euch ja bereits gezeigt, dass vor allem aus dem Ismael heraus die arabischen Völker hervorgegangen sind. Deswegen habe ich dann hier in meiner Übersetzung das in einige noch in Klammern gesetzt. Stammvater einiger arabischer Völker. In Erinnerung gerufen sei dazu auch noch einmal diese Karte, die ich euch auch schon im Ismael-Video gezeigt habe. Hier ist das Territorium von Ismaelitern und Amalekitern. Und wie gesagt, hier um Amalek wird es in dieser Episode automatisch auch gehen, denn wir werden sehen, dass Amalek ein Nachfahre von Esau ist. Man könnte also hier auch hinschreiben, Territorium von Ismael und Esau. Doch wie gesagt, im weiteren Verlauf wird das jetzt noch gezeigt werden. Es wird beschrieben, dass Esau der Erstgeborene ist im Vergleich zu Jakob. Es folgt die erste Erwähnung des Namens Esau in Genesis 25,25. Und zwar im Kapitel zu Isaaks Nachkommen, Esau und Jakob. Ich lese Genesis 25, 19 folgende. Es folgt die Geschichte der Nachkommen von Isaak ben Abraham. Abraham war der Vater Isaaks. Isaak war 40 Jahre alt, als er heiratete. Seine Frau hieß Rebekka und war die Tochter des Aramäers Betuel aus dem oberen Mesopotamien, die Schwester Labans. Isaak betete eindringlich für seine Frau zu Yahweh, denn sie bekam keine Kinder. Jahwe hörte ihn und Rebekka wurde schwanger. Als die Kinder in ihrem Bauch aneinander stießen, sagte sie, wenn es so steht, warum bin ich dann schwanger geworden? Sie ging, um Jahwe zu befragen. Jahwe sagte zu ihr, zwei Völker trägst du jetzt in deinem Leib. Zwei Stämme scheiden sich in deinem Schoß. Ein Volk wird stärker als das andere sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und tatsächlich, als die Stunde der Geburt kam, brachte sie Zwillinge zur Welt. Der erste, der herauskam, war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt. Sie nannten ihn Esau, den Behaarten. Hier ist die erste Erwähnung des Namens Esau. Danach war sein Bruder herausgekommen, der Esau an der Ferse festhielt. Ihn nannten sie Jakob, den Fersenhalter. Bei ihrer Geburt war Isaak 60 Jahre alt. Die Kinder wuchsen heran, Esau wurde ein Jäger, ein Mann der freien Steppe, Jakob wurde ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Ihr Vater Isaak hatte eine Vorliebe für Esau, weil er gern Wild aß. Jakob war der Liebling der Mutter. In selbigem Kapitel, ein Vers später, verkauft Esau sein Erstgeburtsrecht. Die Geschichte ist wie folgt. Eines Tages hatte Jakob ein Gericht gekocht, als Esau erschöpft nach Hause kam. »Lass mich doch schnell etwas von dem Roten da herunterschlingen«, rief Esau. »Dem roten Zeug da. Ich bin ganz erschöpft. Deshalb nannte man ihn auch Edom, den Roten.« Kurze Erklärung, dieses rote Zeug da, das war ein Linsengericht. Also Esau wird auch Edom genannt, der Rote. Doch Jakob erwiderte, nur wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Ich sterbe vor Hunger, erwiderte Esau. Was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Schwöre es mir, verlangte Jakob.
Esau schwor es ihm und verkaufte so sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Da gab Jakob Esau Brot und eine Schüssel gekochter Linsen. Esau aß und trank, stand auf und ging davon. So missachtete er sein Erstgeburtsrecht. Das ist das, was wir hier oben bereits im Wortstudium gesehen haben. Verkaufte sein Geburtsrecht und dadurch ging die Segnung auf Jakob über. Das hier ist der Textbeweis dafür. Und noch einmal, weil das für den weiteren Verlauf der Geschichte wichtig ist, Esau wird auch Edom genannt und Edom bedeutet rot. Dieses kann man auch bestätigt finden in Genesis 36,1. Das gucken wir uns nachher noch genau an, aber ich habe das hier auch schon mal gezeigt. Da heißt es, es folgt das Verzeichnis der Nachkommen von Esau, der auch Edom heißt. Sozusagen als zweites Zeugnis. So gucken wir uns den Namen Edom genauer an. Edom taucht 87 Mal in 82 Versen der King James Bibel auf. Edom bedeutet rot. Edomiter oder auch Idumäer sind die Nachfahren von Esau. Hier auch noch einmal Nachfahren von Edom. Die deutsche Übersetzung. Edom bedeutet also rot. Edomiter werden auch Idumäer genannt und sind die Nachfahren von Esau. Das Land von Edom bzw. Idumäer ist auch mit Edom gemeint und es liegt südlich und südöstlich von Palästina. Edom ist Jakobs älterer Zwillingsbruder. So, und diese Karte hier, die kennt ihr schon von früher, von vorigen Videos. Hier die Stämme Israels, die zu Nationen werden sollten. Und hier habt ihr Edom, also Esau. Und auch schon gezeigt sei hier das Gebiet von Amalek. Und ich werde euch gleich zeigen, dass Amalek ein Nachfahre von Esau ist, der auch Edom genannt wird. Zunächst kümmern wir uns um Esaus Frauen. Zu lesen in Genesis Kapitel 26, Verse 34 und 35. Als Esau 40 Jahre alt war, heiratete er zwei Frauen. Jehudit, die Tochter des Hethiters Beeri, und Basemat, die Tochter des Hethiters Elon. Das war ein schwerer Kummer für Isaak und Rebekka. Warum, zeige ich euch gleich. Zuerst das Wortstudium zu diesen Hethitern. Hethiter, Nachfahren von Heth. Die Nation, die aus Heth hervorgegangen ist, welcher der zweite Sohn von Kanaan war. Und hier, Heth bedeutet Fear und Terror, also Angst und Terror. Und dieser Heth ist Stammvater einer kanaanitischen Nation, der Hethiter. Die Hethiter sind also ein Volk Kanaans. Und deswegen war das ein schwerer Kummer für Isaak und Rebekka, dass der Esau diese beiden Frauen hier von den Hethitern geheiratet hat. Wir erinnern uns noch, und das werden wir auch gleich nochmal zeigen, daran, dass den Söhnen aufgetragen wurde, du sollst dir keine Frauen von den Kanaanitern nehmen. Doch genau das hat der Esau hier getan. Und das hatte Konsequenzen, wie wir noch sehen werden. Esaus dritte Frau hatte ich euch im Video zu Ismael bereits gezeigt. Wir lesen trotzdem nochmal Genesis 28, 6 folgende. Und als Esau sah, dass Isaak den Jakob gesegnet und ihn nach Paddan Aram entlassen hatte, um sich dort ein Weib zu nehmen, indem er ihn segnete und ihm gebot und sprach, du sollst nicht ein Weib nehmen von den Töchtern Kanaans. Und dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorcht hatte und nach Paddan Aram gegangen war. Als Esau sah, dass die Töchter Kanaans übel waren in den Augen seines Vaters Isaak,
Da ging Esau hin zu Ismael und nahm sich zum Weibe Mahalat, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots, zu seinen anderen Weibern hinzu. So, rekapitulieren wir kurz. Wir haben also anfangs gesehen, dass Esau sein Erstgeburtsrecht an Jakob verkauft hat. Dazu haben wir nun gelesen, dass Esau nur Frauen aus fremden Völkern geheiratet hat. Aus diesen beiden Tatsachen heraus ergibt sich, dass Esau die Linie nicht weitergeben kann, weil er sie selbst unterbrochen hat. So, das möchte ich euch hier auch nochmal kurz zeigen. Ich habe gesucht nach After and Kind in der King James Bibel. Und wir kümmern uns, hier ist ja schon Genesis Kapitel 6. Ja? Das scrollen wir jetzt ein bisschen nach oben, sodass wir nur die Verse aus Kapitel 1 Genesis vor uns haben. Und wir haben hier einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal die Redewendung stehen after his kind. Im Deutschen heißt das, nach ihrer Art sollen sie fruchtbar sein und sich mehren. Nach ihrer Art, das ist Gottes Gesetz seit Genesis Kapitel 1. Und genau das hat Esau eben nicht getan. Er hat Gottes Gesetz übertreten, weil er Frauen von den Kanaanitern geheiratet hat. Deswegen kann er die Linie nicht weitergeben, selbst wenn er der Erstgeborene war. Und dazu kommt halt noch, dass er das Erstgeburtsrecht an Jakob verkauft hat. So, nun geht es um den Segen des Isaak für seine zwei Söhne Jakob und Esau und das habe ich euch vollständig hier mit reingeholt in dieses PDF. Genesis Kapitel 27. Isaak war alt geworden und konnte nicht mehr sehen. Da rief er eines Tages seinen älteren Sohn Esau zu sich und sagte, »Mein Sohn, ja, ich bin hier«, erwiderte dieser, »ich bin alt geworden und weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Nimm dein Jagdzeug, deinen Köcher und deinen Bogen und jage ein Stück Wild für mich. Dann mach mir einen Leckerbissen zurecht, wie ich ihn liebe, und bring ihn mir zum Essen herein, damit ich dich segne, bevor ich sterbe.« Rebekka hatte das Gespräch zwischen Isaak und seinem Sohn Esau mitgehört. Als Esau nun in die Steppe hinauszog, um ein Stück Wild für seinen Vater zu erjagen, da sagte Rebekka zu ihrem Sohn Jakob, »Pass auf! Ich habe gehört, wie dein Vater zu deinem Bruder Esau sagte, bring mir ein Stück Wild und mach mir ein schmackhaftes Mahl, damit ich esse und dich dann vor Yahweh segne, bevor ich sterbe. Nun hör genau zu, mein Sohn, und tu, was ich dir sage. Hol mir von der Herde zwei gute Ziegenböckchen. Ich werde einen Leckerbissen für deinen Vater daraus machen, so wie er es mag. Das bringst du ihm dann zum Essen, damit er dich, Jakob, vor seinem Tod segnet. Dieser erwidert, aber Esau ist doch überall behaart und ich habe eine glatte Haut, erwiderte Jakob seiner Mutter. Vielleicht betastet mich mein Vater, dann würde ich als Betrüger vor ihm stehen und einen Fluch statt Segen auf mich bringen. Doch seine Mutter erwiderte, den Fluch nehme ich auf mich, mein Sohn. Tu nur, was ich dir gesagt habe. Jakob holte die Böckchen und brachte sie seiner Mutter. Da machte sie einen Leckerbissen daraus, wie sein Vater ihn mochte. Dann nahm Rebekka die guten Kleider von Esau, ihrem Ältesten, die sie im Haus hatte, und zog sie ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Mit den Fellen der Ziegenböckchen umwickelte sie seine Arme und seinen glatten Hals. Dann gab sie ihm das leckere Fleisch und das Brot, das sie frisch gebacken hatte. So ging er zu seinem Vater hinein und sagte, »Vater!« »Ja«, sagte Isaak, »welcher von meinen Söhnen bist du?« »Ich bin Esau, dein Erstgeborener«, erwiderte Jakob. »Ich habe gemacht, was du mir aufgetragen hast. Setz dich doch auf und iss von meinem Gewild und segne mich nachher.« Doch Isaak fragte,
Wie hast du so schnell etwas gefunden, mein Sohn? Jahwe, dein Gott, hat es mir über den Weg laufen lassen, erwiderte Jakob. Da sagte Isaak, komm her, mein Sohn, ich will fühlen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist. Jakob trat zu seinem Vater heran. Da betastete er ihn und sagte, die Stimme ist die von Jakob, aber die Hände sind die von Esau. Er erkannte Jakob nicht, weil seine Hände behaart waren wie die von seinem Bruder Esau, und so segnete er ihn. Er fragte noch einmal, bist du wirklich mein Sohn Esau? Ja, der bin ich, erwiderte Jakob. Dann reich es mir her, sagte Isaak. Ich will vom Wild meines Sohnes essen und ihn dann segnen. Jakob reichte es ihm und Isaak aß. Dann brachte er ihm Wein und er trank. Darauf sagte Isaak, komm her, küss mich, mein Sohn. Als Jakob nun herantrat und ihn küsste, roch er den Duft seiner Gewänder. Da segnete er ihn. Er sagte, ja, der Duft meines Sohnes ist wie der Duft eines Feldes, das Jahwe gesegnet hat. So gebe dir Gott vom Tau des Himmels und vom Fett des Erdbodens Korn und Most im Überfluss. Nationen sollen dir dienen und Völker sich vor dir verneigen. Du wirst der Herr über deine Brüder sein. Die Söhne deiner Mutter müssen sich beugen vor dir. Wer dir flucht, der sei verflucht. Wer dich segnet, soll gesegnet sein. Als Isaak den Segen über Jakob zu Ende gesprochen hatte und Jakob eben von seinem Vater weggegangen war, kam sein Bruder Esau von der Jagd. Auch er bereitete ein leckeres Mahl, brachte es zu seinem Vater und sagte, »Mein Vater setzt sich auf und isst von meinem Wild, damit du mich segnen kannst.« »Wer bist denn du?« sagte Isaak zu ihm. »Ich bin dein Sohn, dein Erstgeborener, Esau«, bekam er zur Antwort. Da erschrak Isaak sehr und begann heftig zu zittern. »Wer war denn der, der das Wild gejagt und mir gebracht hat, bevor du kamst? Ich habe ihn gesegnet, und er wird auch gesegnet bleiben.« Als Esau das hörte, schrie er voller Bitterkeit laut auf. »Vater«, rief er, »segne mich, segne auch mich.« Aber Isaak erwiderte, »Dein Bruder ist gekommen und hat dich mit Hinterlist um deinen Segen gebracht.« »Heißt er deshalb Jakob, weil er mich nun schon zweimal betrogen hat?« sagte Esau. »Erst nahm er mir das Erstgeburtsrecht und jetzt auch noch meinen Segen. Hast du denn keinen Segen mehr für mich übrig?« Isaak erwiderte, »Ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt, und alle seine Brüder müssen ihm dienen. Mit Korn und Most habe ich ihn versehen.« »Was kann ich da noch für dich tun, mein Sohn?« Esau sagte, »Hast du nur diesen Segen, mein Vater?« »Segne mich, segne auch mich, Vater.« Und Esau fing an, laut zu weinen. Da sagte sein Vater Isaak, »Fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein, fern vom Tau des Himmels oben. Von deinem Schwert wirst du dich ernähren, und du wirst Sklave deines Bruders sein. Doch wenn du dich losreißt, wirfst du sein Joch von deinen Schultern ab.« Esau feindete Jakob wegen des Segens an, den dieser von seinem Vater erhalten hatte. Er dachte, mein Vater lebt nicht mehr lange. Wenn dann die Trauerzeit vorbei ist, werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Rebekka wurde zugetragen, dass ihr älterer Sohn, solche Reden führte. Da ließ sie ihren jüngeren Sohn Jakob rufen und sagte zu ihm, dein Bruder Esau will sich an dir rächen und dich erschlagen. Darum hör auf mich, mein Sohn. Flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleib einige Zeit dort, bis sich der Zorn deines Bruders gelegt hat und er nicht mehr wütend auf dich ist und vergisst, was du ihm angetan hast. Dann werde ich hinschicken und dich wiederholen lassen. Ich will euch doch nicht beide an einem Tag verlieren. Und zu Isaak sagte Rebekka, diese Hethiterin verleiden mir das Leben. Wenn Jakob auch noch eine Frau aus dem Land hier nimmt, was soll mir dann noch mein Leben? Ja, kurz als Zusammenfassung. Isaak sagte zu Rebekka, diese Hethiterin verleiden mir das Leben. Das heißt, Isaak wusste genau, dass Esau aus bereits besprochenen Gründen nicht sein Erbe sein konnte. Obwohl Isaak den
Esau eigentlich zuerst segnen wollte, hat Rebekka mit ihrem oberflächlich betrachtet falschen Spiel interveniert und hat dadurch doch das Richtige getan. Sie hat sich an Jahwehs Gesetze gehalten und diese ausgeführt. After their kind, Genesis Kapitel 1. Es ist wirklich hart gewesen für den Esau, das ist nachvollziehbar. Doch wie gesagt, Esau hat sich nicht an Gottes Gesetz gehalten, weil er Frauen aus fremden Völkern geheiratet hat. Und hier, da sagt er zwar, der Jakob nahm mir das Erstgeburtsrecht, doch wir hatten weiter oben gesehen, dass er es ihm auch ziemlich freiwillig gegen so eine Linsensuppe verkauft hatte. Also, beides ging von Esau selbst aus, wenn man genau hinguckt. Ja, es ist hart und dass er da geweint hat, ist auch nachvollziehbar. Aber Gott hat Gesetze aufgestellt und an die hat man sich zu halten. Lesen wir weiter in Genesis Kapitel 28. Da ließ Isaak den Jakob zu sich rufen. Er segnete ihn und sagte, du darfst dir keine Frau aus dem Land Kanaan nehmen. Zieh ins obere Mesopotamien zur Sippe Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. El Shaddai, der allmächtige Gott, wird dich segnen. Er mache dich fruchtbar und lasse dich zahlreich werden, so dass aus dir eine ganze Schar von Völkern wird. Er gebe dir und deinen Nachkommen den Segen Abrahams. Der geht also auf Jakob über. Damit du das Land in Besitz nimmst, das Gott Abraham gegeben hat und in dem du jetzt noch als Fremder lebst. So ließ Isaak den Jakob ziehen und dieser machte sich auf den Weg ins obere Mesopotamien zu Laban, dem Sohn des Aramäers Betuel, dem Bruder Rebekkas, seiner und Esaus Mutter. Als nun Esau erfuhr, dass Isaak Jakob gesegnet und ins obere Mesopotamien geschickt hatte, damit er sich dort eine Frau suche und dass er ihm beim Segnen befohlen hatte, du darfst dir keine Frau aus dem Land Kanaan nehmen, und dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorcht hatte und bereits aufgebrochen war. Da begriff Esau, dass die Frauen Kanaans seinem Vater zuwider waren. Er ging zu Ismael und nahm zu seinen Frauen, den beiden Hethiterinnen, noch eine weitere hinzu, nämlich Mahalat, die Tochter Ismaels, die Schwester Nebajots und Enkelin Abrahams. Ja, zusammenfassend, Jakob hat seine Linie also reingehalten, während Esau das nicht tat. So erscheint Jahwe dem Jakob ein zweites Mal, sodass ersichtlich wird, dass Rebekka richtig gehandelt hat. Genesis 35,9. Da erschien Jahwe dem Jakob und segnete ihn. Es war das zweite Mal seit seiner Rückkehr aus Mesopotamien. Jahwe sagte, du heißt Jakob, doch von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob, sondern Israel genannt werden. So gab er ihm den Namen Israel. Weiter sagte Jahwe zu ihm, ich bin El Shaddai, der allmächtige Gott. Sei fruchtbar und vermehre dich. Ein Volk, ja eine ganze Schar von Völkern wird von dir abstammen. Selbst Könige werden unter deinen direkten Nachkommen sein. So, in früheren Videos habe ich euch oft Genesis 32, 28 gezeigt, wo es um die Umbenennung von Jakob in Israel ging. Und jetzt haben wir hier auch in Genesis 35, 10 die Bestätigung, dass Jakob umbenannt wird in Israel. Hier nochmal zur Erklärung, Jahwe ist der Name, El Shaddai ist nur ein Titel und der bedeutet der allmächtige Gott. Weiter in Kapitel 35, Isaak wurde 180 Jahre alt. Er starb nach einem langen und erfüllten Leben und wurde im Tod mit seinen Stammesgenossen vereint. Seine beiden Söhne, Esau und Jakob, begruben ihn. Vielleicht nochmal kurz erwähnt, also
Der Segen, der von Abraham auf den Isaak übergeht, der geht hier jetzt an Jakob über. Und hier ist dieser berühmte Satz, eine Schar von Völkern wird von dir abstammen und selbst Könige werden unter deinen Nachkommen sein. Das ist der Bund, der jetzt hier an Jakob übergeben wird. Der hat ja dann 12 Söhne und die habe ich euch alle schon gezeigt. Ja, dann ein weiteres Zeugnis bezüglich der Frauen und Nachkommen von Esau. Aus Genesis 36,1 hatte ich euch schon gezeigt und jetzt lesen wir dieses Kapitel mal vollständiger. Es folgt das Verzeichnis der Nachkommen von Esau, der auch Edom heißt. Esau hatte Frauen aus dem Land Kanaan geheiratet. Es waren Ada, die Tochter des Hethiters Elon, Oholibama, die Tochter Anas und Enkelin des Hiviters Zibon und Basemat. Das war eine Tochter Ismaels und die Schwester von Nebajot. Ada gebar Eliphas, Basemat gebar Reguel und Oholibama gebar Jeusch, Jalam und Korach. Diese Söhne wurden Esau im Land Kanaan geboren. Später zog Esau zu seinem Bruder Jakob weg in ein anderes Land. Seine Frauen, seine Söhne und Töchter nahm er mit und alle seine Leute, seine Herden und den ganzen Besitz, den er im Land Kanaan erworben hatte. Ihr Besitz war nämlich viel zu groß, um zusammenleben zu können, denn in dem Land, in dem sie als Fremde wohnten, gab es nicht genug Weiden für ihr Vieh. So ließ sich Esau, also Edom, im Gebirge Seir nieder. Es folgt das Verzeichnis der Nachkommen von Esau, dem Stammvater der Edomiter, die im Gebirge Seir leben. Die Namen der Söhne Esaus waren Eliphas, Sohn der Ada, und Reguel, Sohn der Basemat. Eliphas wurde der Vater von Teman, Oma, Zepho, Gatam und Kenas. Bei seiner Nebenfrau Timna hatte Eliphas noch Amalek. Sie alle stammen von Esaus Frau Ada ab. Reguel wurde der Vater von Nahat, Serach, Schamma und Misa. Sie stammen von Esaus Frau Basemat ab. Von Oholibama, der Tochter Anas und Enkelin Zibons, stammen Esaus Söhne Jeusch, Jalam und Korach. Es folgen die Namen der Stammesfürsten, die sich von Esau herleihen. Von Eliphas, dem Erstgeborenen Esaus, stammen Thema, Oma, Zephor, Kenas, Korach, Gatam und Amalek. Sie alle gehen auf Esaus Frau Ada zurück. Von Esaus Sohn Reguel stammen Nahat, Serach, Schamma und Misa. Sie gehen auf Esaus Frau Basemat zurück. Von Esaus Frau Oholibama stammen Jeusch, Jalam und Korach. Das sind also die Edomiter, Esaus Nachkommen und ihre Stammesfürsten. Folgende Fürsten der Nachkommen Esaus haben ihren Sippen und Städten den Namen gegeben: Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibza, Magdiel und Iram. Das waren die Fürsten Edoms nach ihren Siedlungsgebieten in dem Land, das sie besaßen. So viel zu Esau, dem Stammvater der Edomiter. So. Und daraus geht hervor, dass Amalek aus der Linie von Edom Esau ist. Ja, dies sei erwähnt, weil ich weiß, dass auf diversen Webseiten den Deutschen eingeredet wird, sie seien Amalek. Doch hier und heute könnt ihr lernen, dass die Deutschen eben nicht Amalek sind. Das werden wir schon noch sehen. Ja? Ah ja, und hier ist auch mehrfach der Name Teman genannt. Und ganz am Ende dieses Videos hier
werde ich euch auf einen Psalm und einen Propheten hinweisen. Und wenn man die dann liest, da fällt dann auch der Name Theman. Deswegen erwähne ich den hier jetzt auch nochmal gesondert. Theman stammt also auch aus der Linie von Esau, genau wie Amalek. So, zwischenzeitlich hatten sich Jakob und Esau miteinander versöhnt. Diese Geschichte findet sich ausführlich in den Kapiteln 32 und 33 der Genesis. Die habe ich jetzt jedoch nicht mit zitiert. Wichtiger, beim Auszug aus Ägypten machte Edom Esau den Israeliten Probleme, indem sie diese nicht durch ihr Land ziehen ließen. Im Buch Exodus ist anstelle dessen jedoch die Rede von Amalek. Doch wie wir gleich noch sehen werden, ist Amalek ein Enkel von Esau, sodass Amalek die Linie von Esau weiterführt. Auch hier oben haben wir das ja bereits gesehen. Ja, und da heißt es in Exodus Kapitel 17, ab Vers 8, bei Rephidim geschah es auch, dass die Amalekiter anrückten, um gegen Israel zu kämpfen. Mose sagte zu Josua: Wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen die Amalekiter. Ich selbst werde morgen auf dem Hügel stehen und den Stab Gottes in der Hand halten. Josua tat, was Mose ihm aufgetragen hatte, und zog in den Kampf gegen die Amalekiter. Mose, Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Solange Mose seine Hand erhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er seine Hand sinken ließ, waren die Amalekiter überlegen. Als Mose die Hände immer schwerer wurden, brachten Aaron und Hur einen Stein herbei, auf dem Mose sitzen konnte. Sie selbst standen rechts und links neben ihm und stützten seine Arme. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Auf diese Weise konnte Josua das Heer der Amalekiter mit dem Schwert besiegen. Danach sagte Jahwe zu Mose: Schreib es in ein Buch, damit es nicht in Vergessenheit gerät, und präge es Josua ein. Ich werde das Andenken an Amalek in der ganzen Welt vollständig auslöschen. Mose baute einen Altar und nannte ihn: Mein Feldzeichen ist Jahwe. Er rief: Hand zum Thron Jahwes. Krieg Jahwes gegen Amalek in jeder Generation. Ja, da wollten die Israeliten also aus Ägypten flüchten. Dabei kamen sie in das Gebiet von Amalek. Nachfahre von Esau, also eigentlich mal Brüder gewesen, doch dieser verweigert ihnen den Durchzug. Und daraufhin kämpfen die beiden hier miteinander. Und Jahwe steht auf der Seite von Israel gegen Amalek. So, noch einmal diese Karte. Hier ist das Ganze, hier haben wir eben von Rephidim gelesen. Hier ist die Stadt eingezeichnet. Und hier nochmal das Territorium der Ismaeliter und Amalekiter, die, wie gesagt, Nachfahren von Esau sind. Ja, diese Geschichte findet sich dann auch im 4. und 5. Buch Mose wieder, wobei an entsprechender Stelle wieder von Edom die Rede ist, nämlich hier in Numeri Kapitel 20. Von Kadesh aus schickte Mose Boten an den König von Edom. Sie sollten ihm Folgendes ausrichten: So spricht dein Bruder Israel. Du weißt, was wir alles durchgemacht haben. Unsere Vorfahren zogen nach Ägypten und haben lange dort gewohnt. Aber die Ägypter behandelten uns und unsere Väter schlecht. Da schrien wir zu Jahwe und er hat uns gehört. Er schickte einen Engel, der uns aus Ägypten herausführte. Und nun sind wir in Kadesh, einer Stadt am Rand deines Gebiets. Lass uns doch durch dein Land ziehen. Wir werden eure Felder und Weinberge nicht betreten und auch kein Wasser aus den Brunnen trinken. Wir werden auf der Königsstraße bleiben und keinen Schritt von ihr abweichen, solange wir durch dein Gebiet ziehen. Doch Edom ließ Mose sagen: Du wirst nicht bei mir durchziehen, sonst werde ich gegen dich kämpfen. Die Israeliten versicherten noch einmal: Wir wollen auf der festen Straße bleiben. Und wenn wir oder unser Vieh Wasser brauchen, werden wir es euch bezahlen. Wir kommen zu Fuß und wollen nur durch euer Land hindurch, weiter nichts.
Doch Edom sagte, du wirst nicht durchziehen, und rückte mit starker Heeresmacht gegen sie aus. So weigerte sich Edom, Israel durch sein Gebiet ziehen zu lassen. Deshalb wählten die Israeliten einen anderen Weg. Ja. Und das alles, obwohl sie doch Brüder sind. Ja, in Richter Kapitel 11 kann man das auch noch sehen. Habe ich hier aber darauf verzichtet. Anstelle dessen zeige ich euch noch 5. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 17 bis 19. Denkt daran, was Amalek dir angetan hat, als ihr aus Ägypten zog. Wie er dich überfiel und hinter dir her ohne Gottesfurcht alle Schwachen erschlug, als du erschöpft und müde warst. Wenn Yahweh dein Gott dir in dem Land, das er dir geben will, Ruhe verschafft hat, vor all deinen Feinden ringsum, dann sollst du jede Spur von Amalek auslöschen. Vergiss es nicht. Ja, Yahweh bzw. Yahuwah ist also über die Taten von Amalek, Nachfahre von Esau, überhaupt nicht glücklich gewesen, nicht wahr? Jetzt haben wir noch kurz das Wortstudium von Amalek hier. Gleich zur Übersetzung. Amalek bedeutet Bewohner der Ebene. Enkel von Esau, Amaleks Nachfahren. Volk im Süden Kanaans, Begründer eines arabischen Stammes. Erste Buch Samuel, Kapitel 14, Abvers 46. Und Saul zog von der Verfolgung der Philister herauf, und die Philister zogen an ihren Ort. Und Saul nahm das Königtum ein über Israel, und er stritt ringsum wieder alle seine Feinde, wieder Moab und wieder die Kinder Ammon und wieder Edom, und wieder die Könige von Zoba und wieder die Philister. Und überall, wohin er sich wandte, übte er Strafe. Und er tat Mächtiges und schlug Amalek, und er rettete Israel aus der Hand seines Plünderers. Dann noch Psalm 137,7. Vergiss den Edomitern nicht, Yahweh, den Tag, als sie sagten, reiß es nieder bis auf den Grund. Ja, da geht es darum, dass sich die Edomiter darüber freuen, dass Jerusalem zerstört wird und die Feinde Jerusalems sozusagen noch anfeuern, indem sie schreien, reiß Jerusalem nieder, reiß es nieder bis auf den Grund. Ja. Das ist die geistige Gesinnung dieser Edomiter. Deswegen abschließend, wie eine Art Zusammenfassung dieses, Maleachi Kapitel 1, Botschaft an Israel, die Yahweh seinen Boten wie eine Last auferlegte. Ich habe euch lieb, sagte Yahweh. Doch ihr sprecht, wo liebst du uns denn? Nun, sagt Yahweh, war es nicht Esau, Jakobs Bruder? War nicht Esau Jakobs Bruder? Trotzdem liebte ich Jakob, doch Esau hasste ich. Sein Gebirge habe ich zur Wildnis gemacht, sein Erbteil den Schakalen der Wüste geschenkt. Wenn Edom sagt, unser Land liegt in Trümmern, aber wir werden die Ruinen wieder aufbauen, dann sagt Yahweh, der allmächtige Gott, mögen sie nur bauen, ich werde abreißen. Man wird sie Land des Unrechts nennen und ein von Gott verdammtes Volk. So heißt es dann auch im Römer, Kapitel 9, Vers 13. Darum heißt es auch in der Schrift, Jakob habe ich meine Liebe geschenkt, aber Esau habe ich von mir gestoßen. Ja, das waren bis hierhin jetzt die biblischen Zeugnisse, die ich euch für Esau, der auch Edom genannt wird, und seinen Nachkommen Amalek zeigen wollte. Und noch einmal erinnert, Edom bedeutet rot. Und wie ihr das hier bei mir schon ein bisschen kennt, habe ich mich dann gefragt, unter welcher Flagge agiert Esau? Da nochmal hier erwähnt, Genesis 36,1, es folgt das Verzeichnis der Nachkommen von Esau, der auch Edom heißt.
Und Edom, wie auch schon gezeigt, bedeutet rot. Ja, und deswegen habe ich mich jetzt auf die Suche gemacht nach roten Flaggen. Unter welcher Flagge agiert Esau? Esau bedeutet rot. Da ist mir zum Beispiel diese Flagge hier gekommen. Jetzt mögen natürlich viele Leute sagen, die Schweiz, Esau, wie kommt das? Nun, es wird sich gleich noch erschließen. Weshalb ich das hier mit reingebracht habe, ist Folgendes. Gut informierte Leute wissen, dass in der Schweiz die BITS steht. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Und das ist gewissermaßen die Zentralbank aller Zentralbanken dieser Welt. Wenn man so will, ist es also das Finanzzentrum der NWO, der neuen Weltordnung. Und der ein oder andere wird wissen, dass diese NWO im Endeffekt eine kommunistische Agenda ist. Und auch dazu wird sich gleich noch das ein oder andere erschließen. Ich sage nicht, dass das Volk der Schweizer, welches ja Deutsche, Franzosen und Gebiet von Italien umfasst, ja, ich sage jetzt nicht, dass das die Nachfahren von Edom sind. Ich frage mich allerdings schon, unter wessen Flagge läuft denn dieses Land? Und dieses Land hat halt eine rote Flagge. Darum. Dann rote Flagge Republik Türkei. Sogar mit dem Hilal, den ich euch im Video zu Ismael gezeigt habe. Und ja, wir hatten oben immer wieder die Karte gesehen, Ismael und die Amalekiter. Hier scheinen die sich also irgendwie verbunden zu haben in der Türkei. Weitere rote Flaggen. Flagge der Sowjetunion, Fahne der Roten Armee, Flagge der Roten Brigaden, Flagge der Kommunistischen Partei Chinas und Flagge und Emblem der Volksrepublik China. Alles rot. Dazu Flagge Vietnams, Flagge der Volksrepublik Kongo und der Demokratischen Republik Afghanistan. Weiter, Tunesische Republik, auch mit Hilal, sowie das Königreich Marokko. Alles rote Flaggen, Edom bedeutet rot. Die rote Fahne, auch rote Flagge, ist ein politisches Identifikationsemblem sozialdemokratischer, sozialistischer und kommunistischer Bewegungen, Organisationen oder Staaten. Nachzulesen unter Rote Fahne-Symbol auf der Wikipedia. Ja, das sind zum Beispiel zwei solche sozialistischen oder kommunistischen Bewegungen und Organisationen, in dem Fall zwei Parteien, einmal die SPD und die PDS. Die Rote Fahne, Zentralorgan des Spartakusbundes. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg waren da die großen Protagonisten. Das waren ja Kommunisten. Die haben auch rote Flaggen oder rote Fahnen. Ja, und diese Karte, diese Flagge hier habe ich auch mit reingenommen. Das mag jetzt den einen oder anderen verwundern, denn die Deutschen sind nicht Edom, nicht Esau und nicht Amalek. Doch es fragt sich halt, unter welcher Flagge ist das hier in dieser Zeit eigentlich alles gelaufen? Ja, und da möchte ich euch das hier zeigen. Es gibt dieses Buch von Anthony C. Sutton, Wall Street and the Rise of Hitler. Und wir wissen ja, dass gewisse Leute stets beide Seiten des Krieges finanziert haben. Und so, also ich weiß es nicht, aber es stellen sich gewisse Fragen. Ja, unter wessen Flagge ist das damals in dieser Zeit gelaufen?
wenn die Wall Street auch den Hitler finanziert hat und die Wall Street wiederum von ganz bestimmten Leuten geführt wird, ja, dann könnten da gewisse Verbindungen herrschen oder geherrscht haben, nicht wahr? Dazu möchte ich zu Hitler und der Zeit noch mal was anmerken. Und zwar hat er ja als eine seiner ersten Taten etwas am Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz geändert. Und zwar gab es vorher in, ich sage jetzt einfach mal Deutschland, die Staatsangehörigkeiten Preußen, Staatsangehörigkeit Bayern, Staatsangehörigkeit Sachsen, Staatsangehörigkeit Schaumburg-Lippe und so weiter und so fort. Insgesamt 26 bzw. 27 eigene Staatsangehörigkeiten von eben Preußen, Bayern, Sachsen und so weiter. Doch eins der ersten Hitlergesetze hieß dann, die Staatsangehörigkeit in den einzelnen Ländern fällt fort. Es gibt nur noch eine deutsche Staatsangehörigkeit. Deutsch. Ja? Er hat also alle vereinheitlicht und alle gleich gemacht. Wo man vorher noch unterschiedlich war, als Preuße oder als Bayer, waren sie nun beide deutsch. Das war eine wirklich große und auch wichtige Änderung. Und heutzutage beobachten wir ja, wie das Ganze im Großen auch stattfindet. Denn mittlerweile werden ja in ganz Europa die einzelnen Nationalitäten und Staatsangehörigkeiten aufgehoben und überführt in eine EU-Staatsbürgerschaft. Ja? Also im Kleinen, wo wir früher mal Preußen, Bayern und Sachsen waren, wurden wir alle zu Deutsch. Und im Großen, wo wir mal Deutsche, Franzosen, Italiener und Spanier und so weiter waren, sind wir demnächst alle nur noch Europa. Und es gibt ja nicht wenige, die die EU als die EU der SSR bezeichnen, in Anspielung darauf, dass das halt eine kommunistische Agenda ist, die da im Endeffekt hintersteckt. Ja. So, ja, hier noch zwei, drei Zitate, die könnt ihr euch durchlesen und übersetzen. Worauf ich hinweisen möchte, ist jetzt noch der Psalm 83 und der Prophet Obadja. Die habe ich hier jetzt nicht mit aufgenommen, sondern wer das wissen möchte, der möge das wie eine Art Hausaufgaben für sich selbst lesen und studieren. Die Namen und Begriffe, die im Psalm 83 und bei Prophet Obadja vorkommen, sind hier im Verlauf der ganzen Videos erklärt worden und ihr werdet in der Lage sein zu verstehen, was da geschrieben steht. Anstelle dessen möchte ich euch jetzt hier noch sozusagen als Übertrag auf das Heute diese Enzyklopädie und diesen Almanach zeigen und das habe ich hier vorbereitet. Suchbegriff seht ihr hier oben. Ja? Ich selber werde da jetzt gar nicht großartig weiter zu sagen, sondern lasse hier einfach die Zitate stehen. Und da geht es um dieses hier. Wer nun jetzt des Englischen nicht so mächtig ist, für den tun wir Folgendes, da suchen wir uns eben einen Google-Übersetzer heraus, tippen diesen Text hier ein und haben die deutsche Übersetzung aus dem Almanach von 1980. Das ist das eine. Und das andere, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier.
Da haben wir es. So, auch das ist auf Englisch. Ich selbst werde wieder gar nichts sagen. Ich scrolle das hier erst nach unten. Also hier habt ihr die Quellenangabe. Ich scrolle das Original nach unten. Für diejenigen, die das lesen möchten, bitte Video pausieren. Selber lesen. Da sind wir unten angekommen. Und diejenigen, die des Englischen nicht so mächtig sind, die können hier auf Nachricht auf Deutsch übersetzen klicken. Und hier haben wir es in Deutsch. Auch da sage ich selber gar nichts, sondern lasse euch diese Enzyklopädie eben selber lesen. Video, wie gesagt, dann immer kurz pausieren und dann weiterlaufen lassen. Ne? So, da sind wir unten angekommen. Ja, damit hätten wir das. So, dass wir zum Ende kommen. Edom Esau, beziehungsweise Esau, Amalek, Edom. So, dass wir auch diese Charaktere jetzt vorgestellt haben. Ja? Ich hoffe, es war lehrreich für euch und es hat euch Spaß gemacht. Seid gesegnet und gepriesen sei Yahuwah.